Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele von euch hatten sich ein Video gewünscht, in dem ich die Beauty-Produkte zeige, die ich sehr, sehr gerne verwende. Das habe ich heute für euch getan. Allerdings habe ich das Ganze ein bisschen kombiniert, denn ich spreche mit euch über ein Thema, das mich tatsächlich sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen. Deshalb ist dieses Video auch so lange geworden. Vielleicht müsst ihr ja bügeln oder wollt euch die Nägel lackieren oder ihr holt euch einfach einen Tee, chillt euch hin und hört mir zu. So mache ich das nämlich immer mit langen Videos. Ich muss ja meist sehr, sehr viel bügeln und dann habe ich immer so ein bisschen Unterhaltung und bin nicht so ganz alleine. Und dafür heute mal ein etwas längeres Video. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Alle Beauty-Produkte werde ich euch unten in der Infobox verlinken, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und was ich noch ganz wichtig dazu sagen möchte, ist, dass ich kein Make-up-Artist bin. Ich habe das nicht gelernt. Ich mache das einfach nur so, wie es mir eben, ja, wie mir das Ergebnis einfach am besten gefällt am Ende, beziehungsweise so, wie ich eben am besten zurechtkomme. Das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Das war ein langes Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. So, meine Lieben, das ist also die ungeschminkte Wahrheit. Lasst uns direkt durchstarten. Und zwar habe ich natürlich mein Gesicht gereinigt und habe meine Pflegeprodukte aufgetragen. Zum einen ein Serum und eine Creme. Ich hatte euch erzählt, dass ich diese Produkte schon einige Wochen teste. Und in meinem letzten Vlog habe ich sie euch auch kurz gezeigt. Und zwar sind es diese beiden hier. Von Cosfera Hyaluron Performance Creme eben und von Cosfera Hyaluron Performance Serum. Natürlich trage ich mir erst das Serum auf. Es ist sehr, sehr ergiebig. Das hatte ich euch auch schon erzählt. Ein Pumpstoß reicht und dann tragt ihr euch das auf. Das zieht super schnell ein und danach eben die Creme. Die zieht auch super schnell ein und ich verwende die beiden eben in Kombi für einen Anti-Aging Feuchtigkeitsbooster. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich sehe danach frisch aus und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das habe ich über Amazon bestellt. Es ist vegan, dermatologisch getestet und es wird in Deutschland hergestellt. Ich weiß, dass da sehr, sehr viele auch Wert drauf legen. Deshalb sage ich es gerne dazu. Es hat auch wirklich ganz, ganz toll bei verschiedenen Tests abgeschlossen und zwar immer mit sehr gut, was ich auch natürlich sehr, sehr interessant finde bzw. wichtig. Unter anderem bei der Kosmetikanalyse und beim dermatologischen Test haben beide die Bewertung sehr gut erhalten und das finde ich natürlich sehr wichtig. Von dieser Marke gibt es auch noch andere Produkte und zwar unter anderem Hyaluronsäure-Kapseln, gibt es auch noch Q10-Kapseln, Vitamin D3-Tropfen und für die Haare gibt es auch noch Produkte. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich setze euch den Link mal unten in die Infobox. Wie gesagt, ich bin damit total zufrieden und das habe ich mir schon aufgetragen. Ansonsten habe ich mir schon meinen Professional aufgetragen, mein Porenverfeinerer. Der ist ja von Benefit, den kann ich euch auch noch zeigen. So sieht er aus und ich liebe ihn, habe ich euch auch schon erzählt. So, als nächstes trage ich mir Foundation auf. Ich habe ein paar Pigmentflecken bekommen, leider. Und zwar speziell hier auf der Nase. Das Ganze möchte ich natürlich abdecken. Und ich habe vor kurzem meinen Schminktisch aufgeräumt, habe ein bisschen aussortiert und habe neue Schätze entdeckt. Und zwar unter anderem dieses Paketchen hier. Das lag unter meinem Schminktisch. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Jedenfalls verwende ich seitdem nur noch diese Foundation hier. Und zwar die Glowing Hydrating Foundation von Thoughties. Ich habe hier noch eine andere Foundation, das ist eine matte Version, allerdings habe ich die, wie gesagt, noch gar nicht verwendet und die trage ich mir jetzt auf. Und zwar hatte ich mir die hier so aufgetragen und dachte erst, die wäre mir viel zu dunkel, aber nachdem ich mir die dann aufs Gesicht aufgetragen habe und schön eingearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass die doch total in Ordnung ist und wie gesagt, seitdem verwende ich die eben. Hier oben auf die Stirn trage ich mir nur ein bisschen auf, weil ich ja meine Fältchen nicht betonen möchte. Und das Ganze arbeite ich jetzt hier mit meinem Luvia-Pinsel ein und verteile das Ganze. Ich habe mir natürlich heute Morgen ein paar Gedanken gemacht, über was ich so mit euch sprechen könnte. Und da ist mir natürlich sofort Instagram eingefallen. Und es ist auch sehr passend, denn diesen Part hier drehe ich tatsächlich jetzt schon zum zweiten Mal. Ja, ich habe das vorhin abgedreht und habe meine Filmsequenzen gesichtet auf meinem PC und habe gemerkt, dass das komplett unscharf war, bis auf das Intro. Und so viel zum Thema, dass ihr das jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt hättet. Und das passt eigentlich ganz gut zum Thema Instagram, denn Instagram wurde ja quasi ins Leben gerufen, damit man schöne Bilder posten kann.
Für mich, also nach meinem Geschmack, artet das Ganze sogar zum Teil aus. Also es gibt jetzt wiederum ganz, ganz viele Apps, mit denen man retuschieren kann, pinke Wölkchen hintrapieren kann, türkise Kirchdächer und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Aber sobald man an seinem Körper eben Dinge verändert, wie zum Beispiel die Beine länger, die Taille schmäler, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt persönlich nicht so viel damit anfangen. Ich finde es nicht schlimm, wenn Bilder, die online gestellt wurden, ein wenig Anlauf gebraucht haben, denn das ist bei mir nicht anders. Wenn mein Mann zum Beispiel ein Bild von mir macht, auf dem ich ein schönes Kleid zeigen möchte, ja, schafft er es immer, irgendeine Mülltonne mit im Hintergrund zu haben. Womöglich noch ein Auto, das vorbeifährt, auf dem man ganz deutlich das Nummernschild erkennen kann. Und dann hält er mir so das Handy hin und sagt dann, es ist auf jeden Fall was mit dabei. Und ich denke mir so, ja, es ist auf jeden Fall nichts dabei. Ja, und dann wiederholen wir dieses Bild ganz klar, bis ich halt zufrieden bin. Dafür kann man mehrere Anläufe brauchen, was ja nicht schlimm ist. Der Text unten drunter, der stimmt natürlich, das ist alles die Wahrheit. Aber ihr dürft jetzt nicht denken, dass gerade bei großen Bloggern das Bild wirklich in dem Moment so geschossen wurde und das sofort online gestellt wurde. Es sind Filter drüber, um natürlich ein schönes Licht zu zaubern. Ein bisschen Weichzeichner, zum Beispiel der Hintergrund und so weiter. Das finde ich auch alles überhaupt nicht schlimm. Ich möchte auch gar nicht so von den Bildern sprechen, denn wie gesagt, wir schauen uns ja alle sehr gerne schöne Bilder an. Ich trage mir gerade mal diesen Balm hier auf von Benefit, Poissy Balm, so nennt er sich. Und mache mal weiter mit meinem Concealer von Benefit, den Fake Up. Und zwar hat er hier in der Mitte diesen Concealer-Kern und außenrum ist eben ja, Pflege, den trage ich total gerne auf, weil der sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist. Bei mir zum Beispiel, Bilder, die ich mache, die ich poste, wie gesagt, brauchen zum Teil mehrere Anläufe, nicht jedes Bild. Mein letztes zum Beispiel zum Muttertag wurde kaum bearbeitet, nur die Helligkeit. Wir sind in einer Gasse gelaufen, die sehr dunkel war, mit meinen vier Jungs. Wie gesagt, es war Muttertag und mein Mann, der hat von hinten ein Bild gemacht. Und das war so schön, das war so perfekt für mich einfach in dem Moment. Ich habe dann den Moritz gefragt, ob ich das online stellen darf. Ihr wisst ja, der Moritz möchte nicht gezeigt werden. Und er war dann damit einverstanden, er war ja nur von hinten zu sehen. Dann tatsächlich, wie gesagt, nur die Helligkeit etwas verbessert und habe hinten einen Mann ein bisschen wegretuschiert, weil man sein Gesicht gesehen hat. Und das möchte ich natürlich nicht, ne? Fremde Menschen zeigen, ohne dass ich die Erlaubnis habe. Und ich verwende jetzt mal ein Puder. Und zwar ist es auch von Thotis Illuminating Trio. Das ist fürs Gesicht und für die Augen, aber ich verwende es halt immer, um mich abzupudern. Können wir kurz über das Packaging sprechen? Oh mein Gott, das ist so edel. Ja, jedenfalls hat dieses Bild über 2000 Likes bekommen, was der absolute Wahnsinn ist. Aber einfach, weil eben eine Geschichte dahinter steckt, ne? Es ging um Muttertag, ich habe meine vier Kinder bei mir und es war halt einfach total schön. Und dann wird es von euch natürlich auch apprezzato. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Und andere Bilder zum Beispiel, wie gesagt, da brauche ich mehrere Anläufe. Aber die Insta-Stories, die sind immer echt. Und das ist für mich Priorität Nummer eins. Wenn ich euch nichts zeigen möchte, dann poste ich das nicht. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann bin ich nicht online. So, jetzt verwende ich meinen geliebten Blush von Benefit, den Rocateur. Den verwende ich tatsächlich heute zum ersten Mal. Mein anderer, der hat ja Hit the Pen und bei dem hier riecht man das noch ganz, ganz stark. Das ist sehr schön, denn der riecht so, so gut. Oh mein Gott, ich liebe diesen Blush. Ja, jedenfalls bin ich ja des Öfteren bei meinem Bruder. Das wisst er ja, allerdings immer nur relativ kurz, immer nur 10 bis 15 Minuten. Er hat keine Zeit, ich habe keine Zeit. Sein Geschäft ist zwar im selben Ort, in dem auch unser Geschäft ist, aber wie gesagt, wir haben halt beide wenig Zeit. Ich sage kurz Hallo und dann gehe ich wieder, so auf die Art, ne? Und mein Bruder ist halt super lustig. Also ihr wisst, wir sind Italiener und er hat sehr viel Temperament. Das zeigt er auch. Und ja, wenn was Lustiges eben passiert, dann nehme ich euch mit. Ich weiß eben von eurem Feedback her, das ich bekomme, dass ihr zum Beispiel abends meine Insta-Stories schaut, um runterzukommen. Setzt euch aufs Sofa, ihr ruht euch aus vom Tag und dann schaut ihr meine Insta-Story. Ihr lacht mit mir, ihr begleitet mich durch meinen Tag.
Und da bekomme ich eben ganz, ganz viel tolles Feedback, worüber ich mich natürlich freue. So, und wenn ich bei meinem Bruder bin, ist es halt doch meist lustig. Ihr feiert meinen Bruder auch für seine Art. Wie gesagt, er ist Italiener und er ist sehr, sehr temperamentvoll. Bei den italienischen Männern bleibt es auch mal nicht aus, dass sie ein Schimpfwort sagen, was jetzt hier in Deutschland sehr ungewöhnlich ist. Also wir Frauen machen das nicht. Es fällt bei den italienischen Männern schon auch mal das Wort Macchia. Aber wir Frauen, wir sagen das nicht. Also wenn ich jetzt mit meiner Schwester spreche und mich über irgendwas ärgere, dann ja, sage ich das ihr vielleicht, aber jetzt nicht vor meinen Eltern und in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Und manchmal, wenn ich mich von meinem Bruder verabschiede, dann sagt er zu mir, salute mia mamete, grüß mir deine Mutter. Dann antworte ich, ja, salute mi tu a sorde, ja, grüß du mir deine Schwester. So, wir haben ja noch zwei Schwestern, ne? Also es ist total lustig. Das sagt ihr aber bitte nicht, ne? Im nächsten Italienurlaub zu eurem Kellner, salute mia mamete, das macht man nicht. Ja, okay. Also jedenfalls ist das halt so eine Redensart. Das sagt er ja nicht jedes Mal, wir verstehen das halt, ne? Wir Südländer und alles ist gut. So, und dann schreibt mir eine, ja, nee, also das findet sie gar nicht gut und dass mein Bruder so ist und so weiter. Und ich denke mir, ja, aber nur weil er das doch sagt, ist er doch kein schlechter Mensch. Ja, das ist ja lustig. So, und wir haben im Moment, und darauf will ich eigentlich hinaus, ich kann nicht so gut reden und meine Augenbrauen machen. Wir haben im Moment leider einen sehr, sehr schlimmen und schweren Schicksalsschlag. Das betrifft jetzt speziell meinen Bruder und mich. Und glaubt mir, es gibt so, so viele Momente, ja, in denen wir einfach total traurig sind. Da bleibt die Kamera aus, da bereden wir viel, wir sind einfach zusammen und sehr, sehr traurig. Und dass da die Kamera ausbleibt, ist für mich selbstverständlich, weil das hat mit Social Media nichts zu tun und das halte ich komplett raus. Jetzt dürft ihr aber nicht glauben, dass wenn ihr meine Insta-Story schaut oder die von anderen Bloggern oder denen ihr halt folgt oder Instagram-Bilder, dass deren Welt immer so heil ist. Das ist sie bei mir ja auch nicht. Meine Küche sieht manchmal auch aus wie die Sau, ja, und ich muss die erstmal aufräumen. Und das ist ganz normal und ich bin auch nicht immer gut gelaunt, aber dann bleibt die Kamera eben aus, weil ich möchte euch ja abends abholen. Ich möchte, dass ihr einen schönen Moment genießt und nicht irgendwelche traurigen Gesichter in meiner Insta-Story seht oder irgendwelche schrecklichen Geschichten. Die haben da nichts verloren. Und es bedeutet noch lange nicht, dass man nicht echt ist oder nicht authentisch. Ganz im Gegenteil, es gibt natürlich Blogger, die das machen. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Die hätten aus unserer Geschichte auch was ganz Großes gemacht mit riesen Thumbnail und hätten das schön ausgeschlachtet. Aber das ist nicht meine Art. Das ist nicht respektvoll der Person gegenüber, der eben Schlimmes widerfahren ist. Und das mache ich nicht. Und ich denke, das verstehen die meisten von euch. Und ich fand es sehr, sehr schade, dass sie das so geschrieben hat. Dass, ja, wie gesagt, ich möchte eben auf Social Media nicht darüber sprechen. Das reicht jetzt schon, dass ich euch so viel sage. Viele haben das ja auch mitbekommen. Mein Papa kam ja aus Italien für 5 Tage. Und mein Papa geht's gut. Also es hatte nichts mit meinem Papa zu tun. Aber wie gesagt, ich möchte das einfach raushalten. Ich weiß, dass ich ganz, ganz tolle Abonnenten habe und eine tolle Community, die mit Sicherheit für uns beten würde, die für uns da wäre, aber es ist dennoch sehr, sehr privat. Ich möchte euch eigentlich nur sagen, dass wir alle ganz normale Menschen sind. Und eben auch die wunderschönen Bilder, die ihr auf Instagram von ganz großen und ganz tollen Bloggern seht, die super schön sind, selbst die haben Zeit gebraucht, bis sie entstanden sind. Die sind nicht geschossen und sofort online gestellt worden. Ja? Selbst ich, ja, muss mir das oft sagen, wenn ich eine wunderschöne Frau sehe auf Instagram, dann denke ich mir, wow, die ist wunderschön, wow. Die haben überhaupt keine Falten, die sind so alt wie ich. Und dann denke ich mir, naja, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ne? So. Und dann denke ich so, Moment, stopp. Die haben das natürlich bearbeitet und wie gesagt, das ist nicht schlimm, denn Instagram wurde ja ins Leben gerufen, diese App, damit schöne Bilder gepostet werden und wir schauen uns eben alle nun mal schöne Bilder an. Ich möchte nur allen da draußen sagen, dass ihr euch davon nicht blenden lassen dürft. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern
reduziert es nicht auf euch und sagt, boah, die sind jetzt schon wieder im Urlaub und die haben so ein tolles Haus und die hat so eine tolle Haut und das ist alles so schön. Bei denen ist auch mal viel los. Die haben auch mal Stress und die haben auch mal schlechte Laune, die haben vielleicht auch mal Langeweile oder es ist mal irgendwas total Unspektakuläres bei denen im Haus. Und das wollte ich euch heute sagen, aber speziell jetzt nochmal zurück zu meinem Bruder. Mein Gott, ich rede und schminke mich nicht weiter. Es ist auch wirklich schwierig, sich zu schminken und zu reden. Ich habe jetzt einen Bronzer verwendet, und zwar diesen hier von L'Oréal. Und dann habe ich meine Augenbrauen mit diesem Produkt hier gemacht, und zwar diesem K-Brow von Benefit. Und jetzt mache ich mal weiter, weil sonst werde ich hier nicht fertig. Also zurück zu meinem Bruder. Mein Bruder ist, wie gesagt, doch deshalb kein schlechter Mensch, weil er eben so viel Spaß mit mir macht und weil er halt, ja, viel Temperament hat. Und meine Güte, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich sage ja immer zu ihm, ne, wenn die Kamera dann an ist, Giovanni, sag keine Schimpfwörter. So, ne, das ist unser Running Gag. Und ja, italienische Männer brauchen halt Kraftausdrücke manchmal. Es ist halt nun mal so. Das hast du jetzt bei deutschen Männern auch nicht. Aber mein Gott, das ist halt unser Temperament. Aber deshalb ist er doch kein schlechter Mensch. Ne? Wir haben so viele traurige Momente. Und wie gesagt, da lasse ich die Kamera aus. Auch wenn ich weiß, dass ihr da fest an uns denkt und mit Sicherheit nur Gutes für uns wollt. Ich habe ganz, ganz tolles Feedback auch bekommen dazu. Und eine richtig schöne Nachricht, unter anderem, also ich habe unglaublich viele Nachrichten bekommen, aber eine möchte ich euch unbedingt vorlesen, und zwar Heidi Liebes. Erich Kästner sagte eins: Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Ich kann nicht erahnen, was ihr gerade durchmacht, aber ich weiß, dass Humor einem oft durch schwere Zeiten hilft. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Gerade wenn man mit Geschwistern herumalbert, fühlt man sich schnell wieder wie ein Kind und spürt diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die man als Erwachsener im Leben nicht mehr hat. Bewahrt euch diese Kinder im Herzen und seid so oft kindisch und albern, wie ihr es eben braucht. Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, Instagram ist für mich manchmal auch relativ anstrengend, muss ich auch ehrlich sagen, weil ja, teilweise Dinge eben auf die Goldwaage gelegt werden. Und ich glaube, dass deshalb auch viele Blogger ja, sich verstellen, ja, aber einfach aus Schutz, ne, weil man sich ja nicht immer rechtfertigen mag und auch nicht immer rechtfertigen kann, ne, warum man da jetzt schon wieder beim Dönerladen ist oder warum man das und das oder warum man jetzt halt mal eine Cola trinkt und so weiter. Und das ist wirklich anstrengend, und teilweise habe ich das Gefühl, dass die Leute, das habe ich heute Mittag schon auf Instagram gesagt, einen Führerschein brauchen für Social Media. Ja, da wird einfach geschrieben, ja, du bist so und so. Und ich denke mir so, okay, ja, danke fürs Gespräch, dir auch einen wunderschönen Tag. Zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe, pumpe ich doch auch nicht einfach irgendeinen Wildfremden an, ja? Das mache ich doch nicht. Man kann doch ganz normal sagen, hey Heidi, pass mal auf, das und das zu dem und dem Thema wollte ich dir mal sagen, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Und dann kann man doch drüber reden, aber doch nicht wie mit der Axt im Wald, ja, da auf Social Media rumlaufen. Das geht doch nicht. Und ich habe jetzt übrigens gerade meine Luvia Palette verwendet, die Forever Matte Shades Volume 1. Diese matte Palette, die ist ein Traum. Ich habe mein Lid quasi ein bisschen neutralisiert mit diesem Farbton hier. Und dann bin ich mit diesen beiden Mauve-Tönen rein. Da habe ich schon Hit the Pan. Ich liebe diese Palette. Und jetzt werde ich meine Endless Nude Shades Volume 1 nehmen. Hat ein bisschen mehr Glitzer. Da ist das hier meine liebste Farbe. Könnt ihr vielleicht schon erkennen. Die hat auch schon Hit the Pan. Ich liebe sie. Ich möchte euch einfach darum bitten, vielleicht ein bisschen mehr ja, darauf zu achten, dass wir euch ja einfach auch nur mitnehmen wollen. Wir wollen ja auch keinem was Schlechtes. Und wir sind ja jetzt auch alle alt genug, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt eben irgendwas zeige, was euch vielleicht nicht so passt, ja, dann kann man das ja auch einfach hinnehmen oder eben nett dann die eigene Meinung formulieren. Jetzt ist es ja so, dass ich wirklich eine richtig coole und krasse Community habe, sehr wenig Hate abbekomme, toi toi toi, Gott sei Dank. Aber manchmal denke ich mir so, ja, pff, ne, habe jetzt auch nicht immer einen guten Tag und bin gut gelaunt. Und wenn du dann sowas liest, das, ja, beschäftigt einen dann halt einfach. Ne? Ich meine, jetzt vor allen Dingen das mit meinem Bruder hat mich natürlich sehr beschäftigt. Das war ja auch wirklich nur eine Nachricht, aber ich dachte mir so, hä, was jetzt? Der ist nicht böse.
der ist voll cool, der veräppelt mich halt in einer Tour. Also ich komme rein und dann veräppelt er mich schon. Um jetzt nicht verarschen zu sagen, ja, weil es kein schönes Wort ist. Aber so ist er halt. Aber ich weiß doch, dass er mich liebt. Und ich nehme halt auch mal aufs Korn. Ja, so ist es mit uns beiden. So, ich habe jetzt noch in mein Äußeres vom Augenlid diesen Lidschatten hier aufgetragen aus der Luvia Palette. Dann habe ich Mascara noch verwendet und zwar die von L'Oreal, die Paradise Ecstatic Mascara und Highlighter Drops hier aufgetragen. Habt ihr ja gesehen, habe ich euch vergessen zu sagen, welche das sind. Und zwar diese Highlighter Drops von L'Oreal, die sind absolut gigantisch, die feiere ich voll. Und einen Lidstrich habe ich auch noch gezogen und zwar mit dem Liquid Eye Pen von Revlon. Der ist allerdings schon ja, fast leer und deshalb ist das alles nicht so gut gelungen. Jedenfalls war das ein bisschen schwierig jetzt schminken und reden. Und jetzt trage ich mir noch einen Lippenstift auf und zwar habe ich mir diesen hier rausgesucht. Der ist nämlich passend zu meinem Polo von L'Oreal aus der Color Riche Matt Reihe 471 Voodoo nennt er sich und ich finde den so, so schön. Ich mag ja eigentlich keine matten Lippenstifte, also nicht ganz so gerne trage ich die auf. Aber ich hatte ja davor diesen Balm aufgetragen und in Kombi mit einem Lipgloss zum Beispiel oder eben so einem Balm mag ich matte Lippenstifte eigentlich ganz gerne. Ja, und ich finde, der passt, wie gesagt, ganz gut zu meinem Oberteil. War es jetzt eigentlich soweit mit dem, was ich sagen wollte? Also achtet mal darauf, bitte, dass ihr euch da nicht zu sehr blenden lasst. Wie gesagt, es ist nichts Schlimmes, wenn man die Bilder bearbeitet. Da nehme ich mich nicht aus. Also ich verändere jetzt nichts an meinem Körper, aber ich versuche die natürlich auch aufzuhellen beziehungsweise brauche mehrere Anläufe, bis jetzt dieses eine Bild eben an Muttertag, das hat tatsächlich mein Mann geschossen und das war der erste Versuch und ich fand den schon perfekt, aber einfach weil für mich natürlich das Bild ja eine andere Bedeutung nochmal hat, ne? Da waren eben alle meine vier Kinder drauf, aber auch an die Blogger, die viel bearbeiten, da ist überhaupt nichts gegen auszusetzen. Mir ging es einfach um die Insta-Stories, weil ich euch einfach sagen wollte, dass alles so perfekt ist. Das war so meine Message. Und ansonsten freue ich mich jetzt über euer Feedback. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin ganz, ganz glücklich über meine Community. Ich weiß, dass ihr sehr erwachsen seid und sehr respektvoll auch miteinander umgeht. Wie gesagt, manchmal ist natürlich auch tagesformabhängig, wenn dann so eine Nachricht reinkommt, wo ich mir dann denke, oh mein Gott. Ich gehe da meistens natürlich auch nicht drauf ein. Ich möchte es einfach nur erklären. Ja, gerade jetzt, wenn man meine Familienangehörigen angreift, da bin ich natürlich ja auch sehr temperamentvoll. Vorhin habe ich euch noch ganz vergessen, ein paar Produkte zu zeigen. Und zwar hatte ich, bevor ich die Foundation von Thoughties entdeckt habe, immer diese hier von L'Oreal verwendet, die Perfect Match Foundation. Die ist aber jetzt schon fast leer. Ich muss mir eine neue kaufen und deshalb bin ich dann auf meine Double Wear Estee Lauder Foundation übergegangen. Die war mir dann aber ein bisschen zu deckend, ne, auf gebräunter Haut. Und deshalb bin ich dann zu dieser hier, die Double Wear Light, übergegangen und ja, wie gesagt, jetzt habe ich ja diese hier von Thoughties und zu dem Primer wollte ich noch was sagen, weil ich ja meinen Benefit Primer so liebe. Davor habe ich diesen hier gehabt, ich habe ihn auch fast aufgebraucht und zwar ist der von L'Oreal Pore Refining Primer, aber den kann ich euch leider, also was heißt nicht empfehlen, bei mir war der nichts, also gerade am nächsten Tag hat man einfach gesehen, dass dieser Primer ja schrecklich war, noch Rückstände hinterlassen hat, obwohl ich mich natürlich abgeschminkt habe und so weiter. Wollten halt aufbrauchen, weil es einfach auch schade wäre. Ne? Ja, meine Lieben, das war es also soweit von mir. Ein langes Video an einem Sonntag. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, lasst mir gerne Feedback da. Wie gesagt, ich freue mich da. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!